Pfarrei Cosimoro ohne Kirchenglocke. Das ist wahrscheinlich die erste Pfarrei, wo ich überhaupt verstanden habe, was es bedeutet, eine Pfarrei zu haben oder nicht zu haben. Es bedeutet, Kultur zu haben, Gottesdienst zu feiern, aber noch vieles mehr. Mir wurde bewusst, weshalb auch Christus gerade zu den Ärmsten gegangen ist. Ich genoss die vielen möglichen und unmöglichen Momente mit den Menschen hier. Besonders die Kinder kamen scharenweise, weil sie nichts hatten. Und sie wollten alle ein kleines Kreuzchen, das ich aus Draht machte und den jungen Schreinern hier beibrachte, dass sie in Zukunft selber Kreuze machen. Der Pfarrei fehlt auch die Glocke. Seit 20 Jahren wird hier auf einen Wagenreifen eines LKWs geschlagen. Am Freitag in der Fastenzeit trifft man sich zum gemeinsamen Beten des Kreuzweges Jesu. Der tiefe Glaube der Bevölkerung hat mich sehr berührt. Und zu meiner größten Überraschung war in meiner Anwesenheit eine Sonnenfinsternis. Die Schwestern singen hier einige Strophen des Sonnengesangs von Franz von Assisi. Die Leute hatten Angst vor der Sonnenfinsternis, da sehr ungeschickt informiert wurde über die offiziellen Medien. Viele blieben zu Hause und nur wenige waren auf der Straße zu sehen. Die Pfarrei hat 12 kleine Kapellen, die im Umkreis von 30, 40 Kilometer liegen. Man erreicht sie allerhöchstens mit einem guten Motorrad. Die Kapellen sind so arm, dass mir selber Tränen in die Augen schossen. Nach dem Gottesdienst waren wir beim Katecheten. Die Leute brachten ihre Gegenstände, die gesegnet werden sollten. Hier die Motorräder. Anschließend waren wir bei der Familie, beim Katecheten eingeladen. Hier der Älteste, der Chef der Gemeinde. Aber die Pfarrei hat noch viele andere Aufgaben. Nebst dem, dass sie eine Wasserpumpe anbietet vor der Kirche, wird in den Pfarreisälen vielfach informiert über verschiedene Themen. Die Katecheten haben da eine ganz wichtige Rolle in der Organisation von vielen Sachen. Heute ist ein Vortrag über Familienplanung und Sensibilisierung zum Thema AIDS. AIDS ist ein Riesenproblem hier. 4-5% sind infiziert oder noch mehr. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Hier wird erklärt, wie auch natürliche Geburtenregelung gemacht werden kann. In einem Land, das so arm ist, dass oft auch Kondome überhaupt kein Thema sind, weil einfach das Geld fehlt. Die Männer waren ganz positiv überrascht über diese Informationen. Hier waren lauter Chefs oder Erwachsenenbildner, nicht nur die katholischen, sondern auch Muslime und Reformierte und solche aus animistischen Religionen. Natürlich war auch der Chef mit dabei. Der Kirchenchor probt in kleinen Gruppen, jeweils am Freitag oder am Samstag vor der Kirche. Eine
Eine zentrale Rolle hat die Pfarrei auch, wenn es um die Hilfslieferungen geht. Die Caritas verteilt in Hungersnot über die Pfarreien Hilfslieferungen. So wird es hier verteilt, wird geschaut, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt, dass jeder so viel bekommt, wie er braucht. Die Hilfe ist für alle 60 verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die auch sehr friedlich zusammenleben. Viele davon möchten Christ werden. Hier in der 300-plätzigen Kirche sind über 100 Katechumenen, das heißt Menschen, die sich über 4 Jahre vorbereitet haben auf die Taufe, die an Ostern gefeiert wird. Die Pfarrei ist so arm, dass sie nicht mal ein Auto haben, um die Hilfslieferungen abzuholen. Die Glocke fehlt und vieles andere, aber Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere Zukunft, die ist hier zu spüren.